mal wieder leichter Lebenszeit. Ein herzliches Hallo nach Hause. Und heute, da geht es in der nächsten Stunde wieder voll um die Themen des Jahres, um Achtsamkeit, um Wertschätzung. Achtsamkeit, da geht es vor allem bei den jungen Pärchen, das neben mir steht. Denn die sind achtsam durch die Welt gegangen. Und da ist ihnen eins aufgefallen, wir vermüllen. Dieser Plastikdreck, der ist nicht mehr aufzuhalten, der ist nicht mehr zu stoppen. Vielleicht aber doch. Man kann mit kleinen Schritten etwas bewegen. Und ihr habt gesagt, wir wollen was bewegen. Anatoli und Sarina von Dolly Bottles sind zu uns gekommen und stellen uns die ja ganz besondere Trinkflasche vor. Nicht nur, dass die Flasche was Besonderes ist, sondern dass auch jeder Käufer mit dem Erwerb dieser Flasche etwas ganz Besonderes tut. Thema Achtsamkeit, Thema Wertschätzung, das ist auch ein Thema heute, denn wir reden mit unserem Beziehungsexperten Christoph Bichlmeier über unsere Promis im Sommerhaus. Und da ist ja Wertschätzung ein ganz, ganz hohes Thema, wirklich. Also da gibt es bestimmt einiges zu bereden. Und wir wollen mal wirklich auf diese Zeitqualität blicken, gemeinsam mit Michael Allgeier. Denn junge Start-up-Unternehmen, die wirklich achtsam durchs Leben gehen. Ich finde schon, dass wir in einer Zeit leben, wo Menschen ein bisschen wieder offener sind. Vielleicht auch wirklich mal wieder hingucken. Ob das wirklich so der Fall ist, das wird uns Michael Allgeier heute erzählen. Und vor allem ja, ob sich das auch noch bis zum Ende des Jahres festigen wird. Und Elisabeth Tadler, auch die hat sich heute mal gedacht, wir reden mal über die Sprache des anderen. Das ist ihr Thema, was sie heute auch noch mitgebracht hat. Aber jetzt erstmal die Dolly Bottles, Trinkflaschen der etwas anderen Art, die werden wir uns natürlich im Laufe der Sendung genauer angucken. Aber bevor wir das tun, will ich euch erstmal kennenlernen und eure Geschichte kennenlernen. Ich kenne sie ja schon ein bisschen und muss wirklich sagen, ich finde die sehr, sehr spannend, denn ihr seid auf Reisen gegangen und seid mit der Idee wiedergekommen. Genau so war es. Ganz genau, ja. Wir sind nach dem Studium für 3 Monate durch Asien gereist, waren in Vietnam und in Kambodscha und haben uns in erster Linie auf wunderschöne Strände gefreut, auf tolle Dschungellandschaften. Und als wir da ankamen, war das Ganze nicht ganz so wie erwartet. Also lag halt super viel Plastikmüll am Strand herum. Es waren Plastikflaschen, die im Wasser schwommen, im Dschungel. Überall hat man wieder Plastikmüll gefunden. Das hat uns echt schockiert. Mhm. Ihr habt das natürlich mitbekommen oder habt das natürlich gesehen. Allerdings kriegt man ja mittlerweile wirklich mit, dass es tolle Organisationen gibt, die eben auch aufrufen, den Plastikmüll zu reduzieren. Ihr seid zur rechten Zeit wahrscheinlich auf irgendeine Idee gekommen, die in die Zeitqualität passt. Genau, also wie Sarina schon sagte, auf Reisen haben wir halt für uns selber gemerkt, dass es irgendwie Länder gibt, wo die Infrastruktur nicht so gut ist, wo viel Plastikmüll ist. Aber wir leben ja in einem Land, was eine gute Infrastruktur hat, wo man mit kleinen Mitteln eigentlich große Wirkungen ja, erzielen kann. Und haben uns einfach eins der Dinge, die immer wieder aufgefallen ist, ist halt immer Plastikflaschen, die dann da im Meer schwammen zum Beispiel. Und wir sagten uns, ja, wir können doch eine Flasche selber kreieren, die nicht aus Plastik ist, sondern wiederverwertbar ist, wir in den Alltag einfach integrieren können. Also uns geht es wirklich um kleine Routinen, wirklich ganz klitzekleine, die wir hier etablieren können, die aber riesengroße Wirkung haben. Genau, also die Außenwirkung, die spielt natürlich eine ganz große Rolle, denn ich glaube, Deutschland ist schon ein Land der Mülltrennung. Deutschland ist schon auch ein Vorreiter. Auch was wir mit dem Pfandflaschen gemacht haben. Das war am Anfang für mich auch so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, ah, muss das jetzt sein? Jetzt müssen wir irgendwie die ganzen Flaschen irgendwie wegbringen. Aber was hat es uns gebracht? Weniger Plastikmüll. Absolut, also die, ja. Nicht weniger, aber zumindest ist er nicht in den Parks oder sonst irgendetwas aufzufinden, sondern man bekommt Geld für jede Flasche. Den Weg wollt ihr euch aber auch noch ersparen, denn Plastik generell wollt ihr meiden. Das ist auch noch die Idee, die dahinter steckt. Ganz genau, ja. Und so seid ihr auf Dolly Bottles gekommen. Aus dem Urlaub zurückgekommen, ja, schön und gut, dass man sich Gedanken macht, ja. Aber dann ein Startup, ein Unternehmen zu gründen, das ist natürlich eine andere Geschichte, oder? Auf jeden Fall, ja. Das war am Anfang auch gar nicht so geplant. Also wir haben erstmal überlegt, für uns selber nach einer wiederverwendbaren Trinkflasche zu suchen und haben einfach ein bisschen gestöbert und haben aber nichts gefunden, was uns gefallen hatte. Weil das sollte natürlich auch ein bisschen diesen Design-Appeal haben, eine Flasche sein, die man gerne jeden Tag mitnimmt, im Büro auch gerne auf dem Tisch stellt, präsentiert und damit andere animiert, auch einen kleinen Schritt zu tun. Und da haben wir einfach nichts Passendes gefunden und haben uns dann einfach selbst an die ersten Designs gemacht. Ist ja mittlerweile ein Zeitgeist, ein neuer Zeitgeist. Ja. Viele benutzen Wasserspender in den Firmen, in den Büros. Und es gibt viele Büros, die ihre Mitarbeiter eben auch mit Flaschen ausstatten, damit eben auch da so ein bisschen der Müll reduziert wird.
immer noch schön und gut, dass man sich dann gedacht hat, ja, also eigentlich sollten wir dieses Thema weiter angehen. Aber aus welchem Bereich kommt ihr? Also hattet ihr davor schon Ahnung, was Marketing anbelangt, was vielleicht auch Produktion anbelangt, wo man an welche Menschen sich wenden muss? Eigentlich gar nicht. Also wir haben nach dem Urlaub, nach dem längeren, haben wir eigentlich erstmal angefangen zu arbeiten, waren selber in Firmen tätig und haben das ganze Thema für uns eher als Mission, als Hobby nebenher gesehen, was wir so vorantreiben wollten. Und haben dann auch schon in Unternehmen gesehen, dass immer noch Leute wirklich Plastikflaschen mit ins Unternehmen mitbringen. Und wir haben einfach parallel zu unseren Jobs mit Glas ausprobiert, mit Freunden sogar die ersten Prototypen im 3D-Drucker wirklich gemacht. Und so ging das nach und nach und haben uns einfach alles irgendwie angeeignet, zurecht gegoogelt einfach und geguckt, wo kriegt man einen Produzenten im Freundeskreis gefragt, gibt es da Designer, die uns unterstützen können. Und einfach so, einfach gemacht irgendwie. Und das ist immer weitergegangen, bis wir irgendwann gesagt haben und ein fertiges Produkt hatten oder einen Prototypen, boah, wir sind so weit, wir dürfen jetzt nicht aufhören. Im Freundeskreis, im Bekanntenkreis sehr viel Zustimmung bekommen, dass das Thema auf jeden Fall auch Relevanz hat und haben dann einfach immer weiter gemacht. Erst nebenher, bis das dann größer wurde, die Doli, und machen das Ganze jetzt Vollzeit seit 2 Jahren. Die Doli, Anatoli. Anatoli und die Doli. Also genau. Ist da eine Verbindung auch entstanden? Ja, das hat natürlich eine gewisse persönliche Komponente, Anatoli und die Doli, aber leitet sich auch vom lateinischen Dolium Gefäß ab. Ein bisschen was hergedichtet und ein bisschen was Persönliches auch. Mhm. Seit wann seid ihr jetzt auf dem Markt mit der Doli? Seit etwas über 3 Jahren jetzt. Und der Mehrwert für euch im Moment, also spürt ihr, dass die Gesellschaft am Umdenken ist? Auf jeden Fall, ja. Es gab ja auch EU-Verbote, die jetzt finalisiert wurden. Das ist natürlich auch nochmal ein großer Faktor, das war viel in den Medien. Die Leute denken jetzt einfach um und jeder möchte einen kleinen Beitrag leisten, weil wir müssen ja auch. Es ist auch keine andere Wahl mehr mittlerweile. Ja, und ich finde das gut, dass ihr auch wieder zu einer jungen Generation gehört, wo man sagen kann, die reden nicht nur, sondern sie tun, sie machen. Und am Anfang, glaube ich, war das auch nicht so einfach, da werdet ihr wahrscheinlich zu eurem ganz normalen Job nebenbei eben gearbeitet haben. Ja. Das heißt, man steckt auch viel Zeit, man steckt auch viel Leidenschaft da rein, oder? Definitiv, absolut, ja. Wie gesagt, es war eigentlich immer nach der Arbeit, vor der Arbeit, am Wochenende. Wir haben Urlaube genommen, um kleine Messen zu machen, uns wirklich Freiräume zu schaffen, damit wir das machen können. Wir haben wirklich bei uns im Wohnzimmer angefangen, bei uns im Hof kamen die ersten Produkte an, das Wohnzimmer war voll, der Flur war voll und wir sind einfach morgens und abends haben wir vor und nach der Arbeit Pakete gepackt, sind bei uns ums Eck zum DHL und haben so in unserem Online-Shop angefangen. Mhm. Wirklich von der Pike mit jedem Prozess, haben Produkte selber verpackt, geguckt, was können wir da besser machen. Und so fing das an. Und deswegen ist es auch ein sehr, sehr persönliches Thema, wo wir voll und ganz hinterstehen. Hat sich die Doli weiterentwickelt oder ist es wirklich der Prototyp, weil ihr es von Anfang an richtig gemacht habt? Weil wenn ich mir jetzt so eine Flasche nehme und ich weiß ja, dass diese Flasche aus Glas ist, dann sage ich, die fühlt sich an wie Plastik. Genau, die ist super leicht. Das ist ein Spezialglas, Borosilikatglas heißt das. Das wird für Reagenzgläser auch verwendet zum Beispiel. Und das ist viel härter und leichter als normales Glas. Und wir haben am Anfang angefangen, wir haben mit verschiedenen Glasarten ausprobiert. Die Form war auch am Anfang ein bisschen anders und haben dann immer weiter optimiert bis zu der Form, die es heute gibt. Mhm. Es gibt verschiedene Flaschen, es gibt verschiedene Stylings. Und das Styling ist natürlich heute auch was ganz, ganz Wichtiges. Ihr habt es vorhin schon angesprochen. Also ihr seid oft auf die Suche gegangen nach einer Trinkflasche, die man eben immer wieder hernehmen kann, selber nicht fündig geworden. Habt ihr euch gedacht, machen wir selber eine, machen wir es besser? Habt ihr geschafft? Sie dürfen sich heute freuen, denn eine Doli-Flasche, die geht an Sie nach Hause. Und das ist nicht das Einzige, was ihr mittlerweile natürlich im Sortiment habt. Ihr habt euch natürlich Gedanken weiterhin um Plastik gemacht. Mittlerweile ist es auch ein guter Trend geworden, Gott sei Dank, nämlich die Trinkhalme aus Glas. Und zusätzlich zu dieser Doli-Flasche gibt es auch noch 5-mal die Trinkhalme, die Sie dann auch zu Hause genießen können. Alles spülmaschinenfest, darüber werden wir uns aber auch noch unterhalten. Und wohin die Reise gehen soll, auch das ist ein ganz wichtiges Thema. Achtsamkeit habe ich auch angesprochen, werden wir auch noch mal drüber sprechen. Jetzt können Sie sich aber erstmal freuen über eine Doli-Flasche, wie immer natürlich verbunden mit einer Frage. Und ich bin mir sicher, auch die ist mal wieder lösbar. Ganz genau, was sind eigentlich die Doli-Bottles? Sind das A, Flaschen aus Papier oder B, Trinkflaschen aus Glas? Unter den bekannten Telefonnummern, wie immer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, sind wir für Sie zu erreichen. Der Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent. Mobil kann es auch etwas teurer werden. 18 Jahre sollten Sie sein.
Und Sie können unsere gesamten Teilnahmebedingungen nochmal nachlesen unter www.astrotv.de. Wir reden heute über Achtsamkeit, wir reden über Wertschätzung im Sommer Big Brother, im Sommer Haus der Stars. Da kann man im Moment sich fragen, geht man da wirklich achtsam durch die Welt? Aber im allgemeinen Leben sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Ob es an unserer Zeitqualität liegt, wir haben mal nachgefragt bei unserem Astrologen Michael Allgeier. Es gibt viele Fragen. Erstmal schön, dass du da bist. Viele Fragen, wenn es um die Zeitqualität 2019 geht. Ich habe letzte Woche eine Umfrage gehört. 4 von 5 Deutschen sind glücklich. Also das ist doch schon mal eine Umfrage, die einen selber glücklich macht und wo man sagt, ja, schaffen wir es irgendwie wirklich achtsamer, für uns auch achtsamer durchs Leben zu gehen? Weil wir hören ja immer von diesen neuen Energien. Kann das auch aus Sicht des Astrologen bestätigt werden? Ja, ich glaube, das hängt jetzt nicht nur mit der Zeitqualität zusammen, dass in Deutschland so eine relativ gute Stimmung ist, sage ich mal, sondern ich glaube einfach, dass Deutschland ein relativ weit entwickeltes Land ist mit einem hohen Demokratieverständnis. Das muss man einfach mal sagen. Das hat sich halt aus diesem vergangenen Deutschland, aus diesem preußischen Deutschland mit den Witterthemen, mit diesen aggressiven kämpferischen Kriegsthemen, hat sich das gewandelt, wenn man das Horoskop von Deutschland anschaut, zu einem Waageland, ja, mit Waage-Aszendent, Zwillinge-Sonne, und diese Sonne, das ist der Königsaspekt, steht im besten Winkel zu Jupiter, und wenn man schaut, wo der Jupiter steht, der steht im 4. Haus, das ist unser Zuhause, die ganze Umwelt, also die Heimat. Also das taucht schon wahnsinnig prominent und gut auf, dieses neue Deutschland, auch mit der Integration von Ostdeutschland. Und deswegen, ich weiß, dass viele spirituelle Menschen nach Deutschland gehen, weil sie sagen, in Deutschland ist noch relativ viel Freiheit oder mehr Freiheit wie in anderen Ländern. Jetzt kann man natürlich viele negative Sachen sagen, und es gibt auch in Deutschland soziale Ungerechtigkeiten und so weiter. Aber es ist eben ein Land, es ist ein Jammern auf einem relativ hohen Niveau, es ist ein Land, in dem man sich relativ frei entwickeln kann und verwirklichen kann. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, und wir sind aber doch so normalerweise die Meckerer überhaupt. Also an allem haben wir doch was auszusetzen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich darüber, dass so eine Umfrage ergeben hat, dass 4 von 5 Menschen doch auch vielleicht gar nicht mehr in dieser Jammerstrecke sind, sondern wirklich ein bisschen befreiter, bewusster durchs Leben gehen. Ja, es ist halt immer relativ gesehen, ja, wenn man mal woanders gelebt hat, in anderen Ländern. Es gibt viele gute Länder auf der Erde, aber es gibt eben auch viele Länder, wo Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeiten vorherrschen, in denen wenig Demokratie ist. Und ja, in Deutschland, da darf man ja den Heilpraktiker haben, man darf Astrologe sein, wenn ich jetzt an mich denke. Ja. In vielen anderen Ländern gibt es noch keinen Heilpraktiker oder ist er nicht erlaubt. Und ja, es ist auch für uns ein Land, wo wir uns relativ frei entfalten kann, weil Deutschland eben mit diesem Waage-Aszendent und mit dieser Zwillinge-Sonne, mit diesem starken 9. Haus, ein relativ offenes Land ist. Ist natürlich jetzt auch für eine große Probe gestellt mit der Integration von den Immigranten, das ist auch klar. Aber so im Großen und Ganzen ist Deutschland ein relativ tolerantes Land. Absolut. Und auch ein Land, das Vorreiter ist für viele Dinge. Also wir stellen ja heute die Dolly Bottles vor, also ein junges Unternehmen, die sich auch Gedanken um die Umwelt machen. Das heißt, die Menschen gehen natürlich auch offener durchs Leben, sind vielleicht auch ein klein wenig weitsichtiger geworden. Und das, obwohl man ja immer behauptet, dass sich die Zeit, die Welt schneller dreht. Wie siehst du das als Astrologe? Also ist da was Wahres dran? Weil wir können es ja alle bestätigen, der Tag 24 Stunden, der vergeht doch heutzutage wie im Flug. Und das geht nicht nur einer gewissen Altersgruppe so, sondern selbst junge Leute wissen gar nicht mehr, wie sie das alles in den Alltag einbauen können.
Es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir jetzt uns am Anfang des Wassermann-Zeitalters befinden und man sagt ja, der Alltag nimmt halt einen riesen Raum ein und der Druck wird immer größer und deshalb ist das subjektive Empfinden natürlich auch, dass die Zeit fliegt, dass sie rennt. Und das Wichtige ist ja deshalb in unserer Zeit, dass man sich auch besinnt, dass man sich zurückziehen kann, dass man sich mit so inhaltlichen, spirituellen, psychologischen Themen auch beschäftigt. Und es ist schon eine Tendenz, dass sich immer mehr Menschen auch mit ihrem Leben beschäftigen. Das hängt nach meiner Meinung nach schon mit diesem neuen Zeitalter auch zusammen. Genau, und natürlich auch Ruhe suchen. Also Ruhe in vielen spirituellem alten Wissen, das plötzlich ja nicht mehr verstaubt ist, sondern das salonfähig geworden ist. Genau. Prominente, ja, die sich zu Meditationen bekennen, die über neue Glaubenssätze reden, die Menschen auch motivieren mit ganz weisen Sprüchen, die normalerweise eigentlich mehr von euch Lebensberatern früher gekommen sind. Absolut, und ich glaube auch, dass man auch in der Therapie, wenn man jetzt an Familienaufstellungen denkt, an astrologische Aufstellungen, an andere Therapieformen, da gibt es ja ganz viele in diesem Bereich, dass die Menschen einfach intensiv an ihrem Inneren arbeiten und auch bereit sind, da Blockaden zu lösen. Und da ist eine viel, viel größere Offenheit wie noch vor 20, 30, 40 Jahren. Also es ist nicht zu vergleichen. Ja, neueste Studie habe ich gestern oder vorgestern auch gehört. Menschen, die positiv durchs Leben gehen, werden auch älter. Also auch da scheint irgendwie was dran zu sein, dass wir unsere Gedanken doch positiv manipulieren, in eine gute, absolut, in eine gesunde Richtung manipulieren können. Absolut. Das ist ja immer unsere Blickrichtung. Immer wenn wir uns auf Positives richten, auf den Aufbau, wenn wir sagen, auch wenn wir eine Niederlage haben und sagen, das will uns was sagen, daraus können wir lernen, dann ist das eine positive Lebenshaltung, die uns auch in eine gute Richtung zieht, automatisch. Es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir manchmal ein bisschen dankbarer wieder durchs Leben laufen, dadurch auch ein bisschen glücklicher sind und uns immer mal wieder vor Augen halten, wie gut es uns doch tatsächlich, absolut, in unserem Land geht. Bleibt das so, Micha? Also wir haben jetzt noch ein paar Monate, bis Weihnachten wieder ist, bis das neue Jahr ansteht. Also gibt es noch einen Tipp, gibt es noch eine Warnung für die restlichen Monate? Ja, also wir haben ja Jupiter im Schützen, das ist eigentlich wahnsinnig schön. Der steht für Expansion, für Aufleben, der steht für Weiterbildung, für Glaube. Also das ist ein seltenes Zeichen, der ist nur alle 12 Jahre im Schützen, indem er in seinem eigenen Zeichen steht und das dominiert nach wie vor. Aber es wird auch wieder ein bisschen schwieriger, weil sich diese Saturn-Pluto-Konjunktion, die ja derzeit im Steinbock ist, wieder ein bisschen annähert. Das bedeutet, wir müssen einfach weiterhin positiv denken. Dann gucken wir mal einfach, absolut, dass wir den Spannungen entgegentreten und ganz entspannt auch auf das Jahresende wieder hinblicken. Micha, vielen herzlichen Dank. Also ich finde es ja immer sehr schön, wenn wir auch mal ein bisschen über die Zeitqualitäten, absolut, reden. Und ich glaube, du bist froh, dass ich dich heute mit dem Sommerhaus der Stars nicht überfordert habe. Nächste Mal wieder. Das nächste Mal, glaube ich. Nächsten Dienstag ist das Finale, wird aber heute Thema sein, denn wir haben den Beziehungsexperten Christoph Bichelmeier zu Gast und mit dem schauen wir gleich mal so ein klein wenig in das Sommerhaus. Da geht es allerdings nicht mit Wertschätzung zu, finde ich. Micha, die obligatorische letzte Frage am Schluss. Das Wetter in der Heimat. Ja, es hat also die Nacht über viel geregnet, aber es ist irgendwie ein schöner Sommer. Es ist mal Regen, dann ist es wieder viel Sonne. Also in Bayern ist es eigentlich schön, kann man sagen. Kann man sagen, wobei ihr ein bisschen mehr schlechteres Wetter gehabt habt als mir hier oben in Berlin. Das stimmt, aber trotzdem braun gebrannt, schaust aus und genieße weiterhin noch die restlichen Sommertage. Ab nächster Woche soll es ja schon wieder kühler werden. Ja, danke schön. Euch auch. Das war die kleine Wettervorausschau. Gute Zeit in Berlin. Ich danke dir, Michael. Liebe Grüße nach Hause, grüße deine Frau und bis bald mal wieder. Ciao, servus, Andreas. Tschüss, ciao, servus. Unser Michael Allgeier, Astrologie, natürlich auch ein großes Thema. Sie können mehr Informationen zu Michael Allgeier und seinem Astro-Kolleg natürlich auch bekommen, wenn Sie mal im Internet vorbeischauen. Jetzt ist es soweit, beziehungsweise fast schon wieder soweit. Es ist ja nächste Woche schon wieder Gabriele Iasetta-Woche. Da ist sie wieder in Berlin. Und damit Sie sich auf sie vorbereiten können, hier schon mal eine kleine Vorschau.
Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Lebensberater Christoph Bichelmeier ist zu Gast und er hat sich ja auf Beziehungen spezialisiert. Ja. Das heißt, du bist Beziehungsexperte und im Moment, ja, da gibt es ja eine wunderbare Sozialstudie im deutschen Fernsehen, wenn es um Beziehungen geht, nämlich das Sommerhaus der Stars. Da geht's natürlich richtig ab und jetzt muss man natürlich fragen, ist das der normale Beziehungsstatus, den wir da kennenlernen, oder ist es da schon eine gewisse Ausnahmesituation? Also ich würde schon sagen, sowohl als auch. Also gut, so respektlos, wie die miteinander umgehen, hat man es echt selten. Aber diese Phänomene, wenn man sich die Paare selber betrachtet, kommen in der Beratung eigentlich immer wieder vor. Respektlos, da gebe ich dir ja recht, sind sie untereinander, die Paare an sich? Also gibt es da schon auch Paare, wo man sagt, ja, wir können jetzt über Willi Herrn und seine Jasmin natürlich über das Verhalten der anderen diskutieren, ja, aber zusammen sind sie doch ein starkes Beziehungspaar, oder? Das auf alle Fälle, und ich finde, sie hat ihn unheimlich gut unter Kontrolle. Das sieht man in diesen kleinen Ritualen, die sie machen. So zum Beispiel, wenn er sehr aufgebraust ist, wie er dann auf der Liege liegt mit ihr und sagt, und heute ist ein guter Tag und du kannst mir nichts, du kannst mir nichts und du kannst mir nichts. So diese Rituale, das hat sie ja eingeführt und damit hat sie ihn schon unter Kontrolle, weil er ist schon ein Temperament. Mhm. Ganz im Gegensatz zu einem Paar, wo man sich immer noch fragt, warum ist der Mike noch bei der Elena? Der wird tagtäglich beleidigt von ihr. Sie geht weder mit ihm noch mit anderen im Haus wirklich mit Wertschätzung um. Es gibt ganz viele, und da bin ich manchmal irritiert, wenn ich da auch im Social-Media-Bereich auf ihrem Instagram-Profil bin, wie viele Menschen sie unterstützen und ihr sagen, es ist toll, was du da machst, du traust dich mal, deine Meinung kundzutun. Ja, ich finde starke Menschen auch super. Ich finde das auch toll, wenn jemand seine Meinung kundtut, aber doch nicht auf die Art und Weise, wie sie das zum Vorschein bringt. Oder? Also ich finde, allein schon 379.000 Follower sind 379.000 zu viele, weil so öffentlich den Partner bloßzustellen und zu denunzieren, das ist eigentlich peinlich. Das ist, für mich ist es wirklich nur noch peinlich. Es ist wirklich Fremdschämen. Wir haben es ja letzten Dienstag gesehen, also ganz viel scheint er ja auch noch nicht im Kopf dann zu haben. Vielleicht ist das der Grund, warum er noch bei ihr ist. Aber als Partner sich so zu behandeln oder behandeln zu lassen, das ist doch ein starker Mann, der sieht gut aus. Da frage ich mich immer, warum lässt er das mit sich machen? Es ist interessant. Sie sucht einen Mann, der genau diese Stärke eigentlich hat, aber fängt an, ihn zu dominieren. Also sie interveniert genau paradox. Sie macht genau das, was sie sucht und gibt ihm gar nicht die Chance. Er, wenn man sein Instagram sieht, ich liebe diese Frau, du bist mein Ein und Alles, du bist mein Schatz und. Er versucht, ihr wirklich die Liebe zu zeigen auf allen Ebenen und sie nimmt es einfach nicht an, weil sie eigentlich die Kontrolle nicht loslässt. Ja, aber ich meine, er muss doch auch irgendwie ein Gefühl haben, der muss doch auch sehen, dass sie vielleicht mal aneckt, dass sie mit ihm auch nicht besonders gut umgeht. Also wie viel Selbstwert steckt denn dann in einem Mike? Ja, gar nichts. Gar nichts. Der sucht Liebe. Der will nur geliebt werden. Und das ist einfach, ich würde, wenn man da wirklich in die Tiefe geht, da steckt bestimmt einfach auch ganz viel auch in der Vergangenheit noch dahinter, wo man sagt, ich glaube, dass er das einfach kennt, dass man mit ihm so umgeht. Dass der das auch kennt. Weil ich sage mal so, du hast mir das ja erzählt mit Love Island, wo die sich ja kennengelernt haben mal ursprünglich. Die sind ja da schon getrennte Wege gegangen. Sie haben dann aber irgendwo wieder gefunden.
Ich glaube, dass er schon jemand braucht, der ihm zeigt, wo es lang geht. Mhm. Dass der einfach im Kopf noch ein Kind ist. Und das hat der Wissenstest sehr deutlich bewiesen, weil die Fragen waren jetzt nicht schwierig. Aber es scheinen ja einige Männer da drin zu sein, die ohne ihre Frauen eigentlich verloren wären. Nehmen wir unser Ausländerpärchen, Steffi und Roland. Die, finde ich, paarmäßig auch gut harmonieren eigentlich. Ja. Also die tun sich nichts, die ergänzen sich sehr, mhm, sehr gut. Die sind eigentlich auch als Paar da drin. Ein eingespieltes Team. Ein Team, genau. Sie sind ein Team. Und da sieht man 20 Jahre Ehe stecken da dahinter. Die haben aneinander gearbeitet. Da kennt jeder den Schwachpunkt des anderen. Er wusste ganz genau, ich fand das in dieser Challenge mit diesem Wissensduell, wie er sie motiviert hat. Halte durch, hak dich nochmal ein, wechsel den Arm. Der hat sie wirklich auch gepowert, weil er wusste, dass er es schafft. Das war jetzt nur noch ein Zeitspiel, weil er wusste, dass Mike einfach nichts im Kopf hat. Er wusste einfach, dass er dumm ist. Ja, aber auch hier Thomas und Sabrina, das ist ja das vierte Pärchen, das noch um den Sieg kämpft, mhm, im Promi Big Brother House. Warum? Weil man durcheinander kommt, ja, oder? Also man kommt ja wirklich mit diesen ganzen komischen Formaten durcheinander. Hier haben wir natürlich auch nochmal ein stranges Paar mit Sabrina und Thomas, die aber auch als Paar irgendwie ganz gut funktionieren. Ja, ja, aber da ist eine ganz klare Rollenverteilung. Sie hat die Hosen an und das hat er auch zugelassen. Und das ist für ihn auch in Ordnung. Das würde er bei Mike und Elena, da ist dieser Kampf manchmal. Da wer führt hier eigentlich? Das ist bei den beiden ganz klar geklärt. Ja, irgendwie scheinen ja bei allen vier Beziehungen irgendwie die Frauen doch die zu sein, die diese Beziehung in irgendeiner Form lenken, wenn ich dir jetzt so zugehört habe. Nee, also ich finde beim Roland, der ist schon noch ein Mann. Der hat seine Steffi schon auch unter Kontrolle. Sie ist schon so häusliches, alles drumherum, das geregelt ist. Aber wenn es um Entscheidungen geht, dann hat er schon auch den Ton. Das sieht man auch in den Challenges. Hat das was mit dem Alter zu tun auch? Also dass das, oder auch, du hast gerade gesagt, 20 Jahre Ehe, auch hier Sabrina und Thomas sind ja schon länger zusammen. Mhm. Also hat das auch was mit Alter zu tun, dass Beziehungen aneinander wachsen? Ja. Und hier bei Mike und Elena, da weiß man nicht, wie es ausgeht. Also ich bin ganz ehrlich, meine ehrliche Meinung ist, als ich das gelesen habe, dass die ein Kind miteinander haben und das mein erster Gedanke war, dieses arme Kind, wie kannst du, wenn die mit ihrem Kind auch so spricht und dieses Getue, das war einfach kindisch, sie ist selber Kind. Naja, also ich fand auch zum ersten Mal, dass Mike ein bisschen unsympathisch rübergekommen ist, nachdem der auch so ausgerastet ist nach dem Wissensquiz, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, dass es entblößt wurde, dass er ja vielleicht kein so gutes Allgemeinwissen hatte. Aber beide haben so ein hohes Aggressionspotenzial gehabt. Und mhm, was ich viel, viel schlimmer finde, ist die Art und Weise, wie die sprechen. Mhm. Also gerade wie auch Elena spricht. Also die nimmt ja Wörter in den Mund, wo ich mir denke, ist es fehlende Kinderstube? Wie kann man sich so verhalten, vor allem auch in der Öffentlichkeit? Ja, vor allem, ich sage immer, man muss sich die Frage stellen, wie würde ich reagieren, wenn mein Mann öffentlich zu mir sagt, mein Gott, bist du dumm? Naja, das zeigt natürlich schon auch, wie dein Partner oder deine Partnerin über dich ist. Sie hat zu ihm gesagt. Aber da weißt du, wie dein Partner über dich denkt und wie er zu dir steht. Naja, aber das hat sie ja nicht zum ersten Mal zu ihm gesagt. Ja. Also seit der ersten Folge, die anderen Worte ich, wollen wir jetzt hier nicht wiederholen. Hat sie ihn beschimpft, dass er dumm und blöd ist und von nichts eine Ahnung hat. Und trotzdem ist er noch bei ihr. Ich verstehe es nicht. Ja, aber das ist dieser Schrei nach Liebe. Hier haben wir ein tolles Pärchen im Studio heute, die etwas gemeinsam auf die Beine stehen, die allerdings auch Fans von dem Sommerhaus sind. Ne? Aber es ist eher so ein abschreckendes Beispiel, oder? Also wenn man sich auf das so anguckt, oder? Ja, ja, so gehen wir miteinander im Täglichen nicht um. Ich wünsche es niemandem, so geht man nicht miteinander um. Ich komme gleich nochmal zu dir, weil wir wollen natürlich auch noch wissen, wer ist denn jetzt vielleicht der große Favorit? Und es geht ja nicht nur wirklich um den Umgang, wie die Paare miteinander umgehen, sondern wie sie auch untereinander mit sich umgehen. Und auch da mangelt es wirklich an Wertschätzung. Und ich frage mich immer, die wissen doch, das sind ja Medienprofis, die wissen doch, dass deine Kamera läuft. Genau deswegen.
Na, das weiß ich nicht. Wir machen jetzt ein kurzes Päuschen, denn wir haben auch über zur Ruhe kommen in dieser schnelllebigen Zeit geredet. Und mein lieber Jens Garling, mein lieber Kollege, der will Sie natürlich auch runterfahren. Nicht nur während leichter Leben, sondern der nimmt Sie auch so mal an die Hand mit einem neuen Programm, das Sie über unseren App Store bekommen können, beziehungsweise über unsere Astro TV App. Wie es genau funktioniert, schauen Sie selbst. Gibt es etwas, was du besonders gerne machst? Was bedeutet Familie für dich? Was gefällt dir denn an deinem Beruf? Weißt du schon, was Spiritualität für dich überhaupt bedeutet? Welche Eigenschaften gehören zu einer Familie? Was ist dir in einer Partnerschaft besonders wichtig? Lust, dein besseres Leben zu leben, die Veränderung wirklich zu spüren? Dann nimm teil am innovativen Love for Life Workshop in unserer Astro TV App. 6 Wochen vollgepackt mit täglichen Liebesimpulsen und Werkzeugen, um dein Leben nachhaltig positiv zu verändern. Erfahre jetzt mehr unter lp.astrotv.de/loveforlife und starte durch in dein neues Leben. So, wir stellen Ihnen ja immer mal tolle neue Produkte vor und eins, das können Sie sich heute auch mal verinnerlichen. Da geht es nämlich um ein tolles Produkt mit einem großen Mehrwert, denn diese Doli Bottles, die wir Ihnen heute vorstellen, und die Gründer von den Doli Bottles sind heute zu uns ins Studio gekommen, Anatoli und Sarina nämlich, die erzählt haben, wie es überhaupt zu dieser Idee kam, die erzählt haben, dass sie durch die Welt gereist sind, dass sie gesehen haben, dass wir im Müll ersticken. Und natürlich sind es kleine Schritte, aber jeder kann sie natürlich gehen. Und man kann mit dem Kauf von diesen Doli Bottles auch wirklich Gutes tun. Denn 5 Euro spendet ihr. A, an wen und B, warum? Wir spenden 5 Euro an Pacific Garbage Screening. Die bauen eine Plattform, die Plastikpartikel aus dem Meer herausfiltert. Genau, das war von uns also von Anfang an ein großes Anliegen. Wir haben ja im Meer gesehen, dass da so viele Plastikflaschen rumlagen. Das war ja eigentlich der Grund, warum wir die ganze Firma gestartet haben oder auch das Produkt entwickelt haben. Und wir wollten einfach was zurückgeben und natürlich kann man mit unseren Flaschen Plastikflaschen vermeiden, aber es ist trotzdem sehr viel Plastik bereits im Meer, was natürlich auch rausgeholt werden muss, wo was passieren muss. Genau, das ist vielleicht auch wirklich dieses nach außen zu gehen und zu zeigen, ja, Deutschland ist vielleicht, was Mülltrennung anbelangt, ein Vorreiterland, aber wir haben eben viele andere Länder, die unterstützt werden müssen, beziehungsweise ja, wo aufgeräumt werden muss. Und da ist natürlich eine solche Organisation, und Gott sei Dank gibt es mittlerweile ja einige solcher Organisationen, die Unterstützung aber brauchen, genau das Richtige. 5 Euro, ich meine, das ist eine Stange Geld, die von eurem Gewinn, sage ich jetzt mal, in irgendeiner Form abgeht, wobei ich auch immer denke, es ist so ein Spendengeld, das jeder von uns ja eigentlich ausgeben kann, ne? Absolut, und das Ganze ist auch geknüpft an diese Trinkflasche hier, die Drops, das ist die Doli Drops, eine limitierte Edition, und da haben wir wirklich, weil jeder Tropfen zählt, und es ist so, weil jeder von uns täglich einen kleinen Beitrag leisten kann. Es geht ja nicht darum, dass wenig Menschen viel machen, sondern dass viele Menschen ganz klein täglich darauf achten, mit was sie sich umgeben, was sie konsumieren, wie sie mit Dingen umgehen, und das stellt so ein bisschen auch das Tropfenmuster dar. Und ja, 5 Euro sind für das Projekt, was Pacific Garbage Screening sich da auf die Fahne geschrieben hat, nämlich die Weltmeere von Plastik zu befreien, ist nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Aber so kann jeder halt irgendwie was Gutes tun, und das ist nur der kleine Anfang dazu. Wir waren gerade bei euch auf der Internetseite, das heißt, man kann die Flaschen natürlich auch online bestellen. Knapp 30 Euro, 29,95 Euro, das ist der Preis. Davon gehen 5 Euro aber wirklich an diese gute Organisation. Das heißt, wir tun hier wirklich Gutes. Darüber reden wir erst ein bisschen später, über die 1 Liter Glasflasche, denn da habt ihr noch eine schöne Aktion für eure Kunden auch am Start. Das heißt, jeder kann so ein bisschen kreativ mitwirken. Genau. Kreativität ist natürlich auch ein Motto. Das bedeutet, wer war für die Kreativität denn dann im Endeffekt zuständig? Weil ihr gesagt habt, Unternehmen muss gegründet werden. Man muss natürlich auch viele, viele Menschen mit ins Boot holen, die einem da auch weiterhelfen.
Ja, also angefangen haben wir wirklich mit dem, dass wir überlegt haben, wir haben gesucht ganz am Anfang und haben keine gefunden, die uns so passt. Also haben wir uns hingesetzt und was müsste die Trinkflasche haben, aus welchen Materialien müsste sie sein und haben dann einfach etwas kreiert, was für uns schön war und haben dann gemerkt, dann haben wir es natürlich im Freundeskreis gezeigt, die ersten Testphasen auf Messen gemacht, dass die Leute das wirklich phänomenal gut angenommen haben. Also lagen wir da schon richtig irgendwie mit unserem Gespür und haben dann im weiteren Verlauf natürlich auch, da unsere Community gewachsen ist über Social Media, über Instagram, haben wir immer gefragt, was wünscht ihr euch denn, was Farben angeht, etc. Und was, so was auch eine tolle Kunden. Geschichte ist, ne? Also gerade für junge Unternehmen Menschen mit ins Boot zu holen, die an der Entwicklung teilhaben zu lassen und wirklich dann zu sagen, wir gehen dem Trend der Menschen einfach mit und sagen, das ist eigentlich die Nachfrage, das wollen sie eigentlich auch haben. Jetzt ist es eine sehr, sehr leichte Flasche. Wir haben gerade schon über das besondere Glas geredet. Das heißt, auch da musstet ihr auf die Suche gehen, damit ihr den richtigen Glashersteller oder so bekommt. Wo wird das Ganze produziert? Wir produzieren in Asien, aber komplett zertifiziert, kennen auch die Produktion sehr gut, wissen genau, was da vonstatten geht, welche Prozesse da gebraucht werden, welche Zertifikate da gebraucht werden, damit auch wirklich alles so vonstatten geht, dass man da mit einem guten Gefühl die Produkte kaufen kann. Ist ja auch schade, dass heutzutage Asien-Produkte sofort so einen negativen Ruf haben, sodass natürlich auch dort eine Marktwirtschaft langsam zugrunde geht, aber es gibt natürlich auch genügend Unternehmen, die mit wirklich Fairtrade-Methoden arbeiten, wo man wirklich auch sagt, da ist eben kein billiger Ramsch, der da verwendet wird, sondern absolut, die arbeiten natürlich auch erstklassig und sehr, sehr hochwertig. Definitiv. Ja, und es ist halt auch so, in Asien generell ist die Glaskunst auch vom Tee Jahrtausende alt und unser Glas wird auch handgefertigt. Das heißt, da sitzen wirklich Künstler, Glasbläser, die das täglich von Hand formen. Das ist jetzt nicht maschinell in dem Sinn. Also die Leute sind wirklich ausgebildet dazu. Und andererseits haben wir natürlich auch, wir als Unternehmen, irgendwie eine Verantwortung. Auch wenn der Ruf von Asien nicht so gut ist oder von China, haben wir ein bisschen Einfluss, also mittlerweile sogar einen echt großen Einfluss nach 3 Jahren, was da wie gemacht wird und auch das in der Produktion und in der ganzen Lieferkette auf Plastikfolien, auf Plastikpartikel etc. verzichtet wird. So können wir auch nicht nur hier vor Ort mit unseren Produkten einen Einfluss nehmen, sondern auch da nochmal anders vorleben, wie es denn auch sein kann, wenn wir denn danach fordern. Genau, das ist das nach außen gehen, ja. Auch hier wieder Vorbild zu sein. Jetzt stolpert man natürlich so ein bisschen über die Außenwand und über den Deckel, weil man sich denkt, naja, Plastik. Das ist ein Silikondeckel und eine Silikonhülle, lebensmittelecht. Das kennt man auch aus dem Labor zum Beispiel. Das ist ein sehr hygienisches Material, was aber auch die Glasflasche vor allem schützt. Mhm. Genau, also wenn jemand einen leichten Stoß abbekommt oder so, passiert auf jeden Fall nichts mit dem Glas. Das Silikon schützt sehr gut und ist sehr langlebig vor allem auch. Die Glasflasche ist sowohl für heiß als auch für Kaltgetränke einsetzbar. Ja, genau. Das war euch auch ganz, ganz wichtig, dass Glas nicht zerspringt, sondern dass man eben auch mal einen heißen Tee mitnehmen kann. Ja, und auch, dass die Leute wirklich eine Flasche haben, die sie das ganze Jahr über benutzen können. Im Sommer kalte Getränke, im Winter haben wir etliche Kunden, die sich einen heißen Tee da drin aufbrühen. Und das ist alles möglich durch das besondere Glas. Jetzt muss man ja sagen, also die Glasflaschen oder diese Mehrwertflaschen, seid ihr nicht die Ersten, die auf den Markt gekommen sind. Aber was das Beeindruckende hier wirklich ist, das ist das Gewicht. Also man hat das Gefühl, man trägt eine Plastikflasche und ich glaube, das ist wahrscheinlich das A und O, was eure Dolly Bottles auch so ein bisschen anders machen. Denn ich glaube, bei Glas hätte jeder Angst immer, dass er einfach zu viel Ballast mit. Ganz genau, das ist auf jeden Fall eine Sorge des Kunden, dass die Flasche sehr schwer ist und alle Kunden, die in der Hand haben, haben immer die gleiche Reaktion wie du jetzt. Das ist eine extrem leichte Flasche, die man dann super auch mitnehmen kann. Sie wissen ja, Sie können so eine schöne Flasche gewinnen in unserer heutigen Verlosung. Nicht nur das, sondern es gibt mittlerweile eben auch die Glasstrohhalme bei euch. Ihr seid ein Unternehmen, die natürlich schon auch weitblickend sind und Ideen haben. Über eine Idee werden wir natürlich reden, aber habt ihr noch ein bisschen was anderes vor, also außer Flaschen herzustellen und noch ein bisschen mobiler zu machen, wenn es um den ganzen Plastikmüll geht? Genau, also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir wirklich Einwegprodukte aus Kunststoff wirklich substituieren wollen, weil es möglich ist, dann die auszutauschen. Einerseits natürlich die Trinkflasche, dann die Strohhalme, die Plastikstrohhalme dann ersetzen durch nachhaltige Alternativen wie unsere aus Glas.
Und so wollen wir sukzessive ein Produktportfolio ausbauen, weil es gibt, kennt jeder, sollte man mal wirklich achtsamer durch die Welt gehen und gucken, in jedem Alltag steckt halt irgendwas, sei es der Kaffeebecher, der immer einen Kunststoff hat, sei es viele Plastikröhrchen, sei es unnötige Styropor-Lunchboxen, die man überall bekommt. Also da gibt es noch eine weite Produktpalette, auf die man einfach als Konsument täglich verzichten kann. Mhm. Und das wollen wir alles irgendwann mal angehen. Tolle Sache. Ich meine, man kann nicht päpstlicher sein als der Papst, aber wir können anfangen zu reduzieren, wir können anfangen auf wirklich offener durch die Welt zu laufen. Und ich finde, da seid ihr als Unternehmen auch wieder Vorreiter dafür, für Aufmerksamkeit zu sorgen und auch mal wieder uns anzupacken und zu sagen, denkt doch mal drüber nach, verzichtet doch mal auf das eine oder andere, denn verzichten, das kann auch wirklich ganz gut tun. Ein tolles Projekt steht aber auch noch an, da geht es nämlich um eine etwas größere Flasche, die sich auch eure Kunden gewünscht haben, denn ja, bei den Temperaturen, die gerade auch so ein bisschen Deutschland umwehen, ich glaube in Düsseldorf, da wo ihr herkommt, hat es ähnliche 30, ja, 34 ja, Grad, soll man ja viel trinken. Da müsste man wahrscheinlich 2 Flaschen immer bei sich tragen. Und dass das nicht der Fall sein muss, da entwickelt ihr gerade eine 1-Liter-Flasche, allerdings auch auf eine ganz besondere Art und Weise. Und da genau, können sogar Sie mitkreieren, wie das Ganze funktioniert. Darüber reden wir gleich. Jetzt reden wir aber erstmal mit unserer Lebensberaterin Elisabeth Tadler, die wir Ihnen aber erstmal kurz vorstellen. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt. Und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket. Und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. Genau, Kommunikation, das ist immer das A und O, wie man miteinander kommuniziert, um die Sprache des anderen auch zu verstehen. Und das ist heute das Thema von Elisabeth Tadler, die ich jetzt erstmal ganz herzlich begrüße. Schön, dass du bei uns bist, Elisabeth. Und du möchtest heute ein bisschen aufklären, ja? Hat das was mit der Sprache zu tun, wie wir miteinander umgehen? Auch. Erstmal hallo ins Studio dir, den Gästen und auch dem Christoph, der ein sehr, sehr lieber Kollege ist, der mich auch immer wieder mal unterstützt und wir beide uns auch gegenseitig unterstützen, auch in der Sprache des anderen. Und das ist etwas sehr Tolles. Wie wird was miteinander gesprochen? Wer spricht mit wem? Oder welche Worte benutze ich? Weißt du, ich kann aus meiner jungen Zeit, habe ich mal in Norddeutschland, habe ich gearbeitet und wollte dann zum Friseur gehen. Und dann sagten die mir, ach du, der Putzer, der ist da hinten. Ich habe das nicht verstanden. Was ist der Putzer? Der Putzer ist der Friseur, wird er genannt. Der Putzer wird aber auch im alten Sprachgebrauch der Hutmacher genannt. Also da siehst du schon mal, wie differenziert die Worte sind, die benutzt werden. Und das ist etwas, was ich immer wieder Acht gebe bei uns in unseren Gesprächen oder ich in meinen persönlichen Gesprächen. Was möchte mir mein Kunde sagen? Also wieder auch Achtsamkeit, auch euer Thema heute. Und vor allem auch wichtig, wie man etwas sagt, weil ich glaube, das ist auch so das A und O. Wir reden manchmal schneller, als wir denken. Das gibt ja gerade die Studie im Sommerhaus der Stars. Guckst du dir sowas auch an? Natürlich, ich bin Trash-Gucker. Dann weißt du ja, dass da eine Sprache herrscht, über die man wirklich staunen muss. Und worüber man auch staunen muss, ist, dass trotz alledem jemand wie Elena so viel Zuspruch bekommt von jungen Menschen, die sagen, es ist doch toll, dass du mal Klartext sprichst. Ja, aber das ist doch keine Art und Weise, die Sprache zum Ausdruck zu verwenden. Nein, das ist kein Klartext. Definitiv nicht. Sondern das ist abwertend. Und das ist die Sprache zum Teil der jungen Leute, wie die miteinander umgehen. Und diese Sprachzerfall, den bemerke ich schon seit vielen Jahren. Und der greift manchmal auch schon auf die ältere Generation über. Und das ist etwas, wo man doch sehr achtsam sein sollte. Was spreche ich? Wie spreche ich? Und wie achtsam oder wie wertvoll gehe ich mit dem anderen um? Nämlich, das ist doch abwertend, was sie da sagt.
Worte kann man meistens nicht wirklich zurücknehmen und deswegen sollte man wirklich erstmal denken und dann rausplaudern. Ich war ja vor einigen Jahren mal in Nepal und was da sehr, sehr interessant ist, auch im Hinduismus, ist die Totenzeremonie. Das heißt, wenn jemand verstorben ist, dann wird er natürlich ganz besonders zeremoniell auch bestattet und unter anderem wird ihm in der Verbrennungsweise des Körpers als allererstes eine brennende Kohle oder ein brennendes Objekt in den Mund gelegt und über den Mund wird der Körper verbrannt, weil die Hindus sagen, damit man rein und frisch quasi in dem Himmelsreich ankommt, weil wir so viele schlimme Dinge wahrscheinlich nicht getan, aber gesagt haben und damit man da einfach befreit wird. Und das fand ich eigentlich eine tolle Geschichte, über die man öfters mal nachdenken sollte. Ja, das ist wirklich eine tolle Sache, die du da jetzt erzählst. Und wenn du jetzt dran denkst, da wird die Kohle in den Mund gelegt, dass es rein wird. Wie oft sagen wir, wir steigen wie Phönix aus der Asche auf, weil wir mal auf uns runtergeschaut haben, mal selber in uns gegangen sind, mal über bestimmte Dinge nachgedacht haben und dann im Prinzip hingehen und sagen, stopp, jetzt muss ich mir mal überlegen, was habe ich da getan? Wie gehe ich mit mir? Wie gehe ich mit anderen besser um? Und es ist doch so viel schöner, oder? Wenn man sich Nettigkeiten sagt, wenn man freundlich miteinander durch das Leben geht, als wenn es in dieser Ellenbogengesellschaft immer zu Streit und Missverständnissen kommt. Auch ein Missverständnis kann über einen schönen Art, über eine schöne Kommunikation ja immer leichter geklärt werden, als über Biestigkeit und Bösartigkeit. Elisabeth, du bist kein Biest, du bist nicht bösartig, du bist natürlich eine liebenswerte Beraterin, die auch in ihren Beratungen großen Wert auf Kommunikation Wert legt und auch mit dir kann man natürlich in die Tiefe gehen. Auch heute bist du wieder über unseren Partner Questico zu erreichen? Aber selbstverständlich. Ab 15 Uhr, wenn eure Sendung vorbei ist. Allerdings darf ich dir auch endlich dieses Kompliment nochmal intensiv zurückgeben, obwohl ich es dir ja schon persönlich gesagt habe. Du bist so eine tolle Persönlichkeit. Mit dir arbeite ich immer gerne zusammen. Das freut mich natürlich zu hören. Vielen herzlichen Dank. Und es ist immer schön, wenn man sich doch Komplimente macht. Genauso wie ich mich immer freue, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen. Weil auch, und das habe ich dir auch oft gesagt, es so viele Berater gibt, die wirklich sagen, die Elisabeth Hartler, das ist eine ganz, ganz tolle. Die habe ich kennengelernt auf irgendwelchen Seminaren. Und die schafft es wirklich, den Menschen eine gute Motivation zu geben und immer freundlich und immer auf eine liebenswerte Art und Weise zu kommunizieren. Können wir uns alle ein Beispiel dran nehmen. Und ja, das ist doch ganz gut. Vielleicht sollte die Elena mal ihre Auftritte angucken, aber ich glaube, selbst die würde nicht merken, dass sie sich da manchmal daneben benimmt, oder? Ach, mit der könnte man anders arbeiten, so dass sie das auch bemerkt. Ja, mit der müsste man mal arbeiten. Ich habe mich die Mutmacherin genannt und ich würde ihr auch Mut machen, ihre Sprache zu verändern. Erstmal müssten wir sie verstehen, glaube ich. Elisabeth, vielen herzlichen Dank. Hab dich wohl. Bis bald und genieße die Zeit. Genieß dir auch. Und noch eine schöne fertige Sendung. Dankeschön. Bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss. Wir machen ein kurzes Päuschen. Thorsten Gabriel stellt seine Produkte. Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen. Ich wollte ja eigentlich auch leben und leben lassen, das gebe ich ja ganz ehrlich zu. Dann habe ich mir gedacht, reg dich doch nicht so auf über diese Menschen, die da drinnen sind. Ich will mich auch gar nicht aufregen und ich will auch gar niemanden schlecht dastehen lassen. Aber es gibt so ein paar Sachen, die gehen halt nicht, finde ich. Und da hat jemand wie Elena bei mir keine Sympathiepunkte gesammelt, weil ich mir denke, sowas macht man nicht in der Öffentlichkeit. Ja, aber da ist Vorbildfunktion. Ja, da ist ja die Frage jetzt, ist es... Regt es dich auf, weil es, ich sage jetzt mal, gegen die eigene Wertigkeit geht, weil wir nicht so miteinander sprechen oder weil es leider Gottes tatsächlich im Alltag so zu betrachten ist, dass junge Menschen so miteinander reden. Oh, da muss ich dir widersprechen. Gott sei Dank habe ich echt viel Kontakt zu jungen Menschen, zu Menschen, die so nicht miteinander umgehen, sondern die wirklich
gut miteinander umgehen, die die Sprache schätzen, die wissen, was Empathie bedeutet. Ich glaube, das sind schon Ausnahmesituationen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die überhaupt im Sommerhaus gelandet sind. Einfach, weil man wusste, die polarisieren natürlich. Ja. Und wir lieben das ja trotzdem. Das ist ja dieses Verrückte. Wir haben hier dieses junge Pärchen mit Anatoli und Sarina eingeladen, wo man sich denkt, ich meine, ihr seht gar nicht so aus, als würdet ihr am Trash gefallen haben. Aber trotzdem hat man Gefallen dran. Ne? Man kann sich's nicht erklären, warum, aber es ist so. Wir wollen in die Tiefen, in die Untiefen der Menschen blicken, oder? Ja, ganz genau. Und vielleicht auch mal einfach beispielhaft sehen, wie wir nicht miteinander umgehen sollten. Ja, genau. Ich glaube, das müssen wir uns da gar nicht als Beispiel vorstellen. Das wissen wir alle. Ihr habt die letzte Folge verpasst. Es sind noch 4 Spoiler-Alarm, 4 Paare im Haus. Habt ihr einen Favoriten? Eigentlich Jelis und Johannes, aber... Ich glaube, die sind so. Wieso habe ich zu den 4 Paaren, die jetzt noch im Haus sind? Spoiler-Alarm. Es wird schwierig, ne? Ich habe dieses Jahr nämlich auch überhaupt gar keinen Favoriten. Niemanden, wo ich jetzt gesagt hätte oder wo ich jetzt sagen würde, wow, die finde ich am besten. Ich dachte am Anfang noch, Willi Herrn, das ist so der kölsche Junge, der macht mir Spaß, der ist halt so, wie er ist. Er hat sich im Haus auch nicht ganz so gut verkauft. Wahrscheinlich wird es wieder so ein klassisches Ende geben, wie wir es beim Sommerhaus des Öfteren gewohnt sind, nämlich die, die am wenigsten auffallen, die werden wahrscheinlich den Sieg nach Hause tragen. Und das oder? Das ist mein Favoritenpärchen, wo man sagte, einfach letztendlich klare Teambildung, klare Strukturen, wirklich als Paar da, stehen zueinander, halten sich aus diesen Lästereien, aus diesen Machtspielchen raus, sind so, wie du selber sagst, machen ein bisschen Mitläufer, wo man sagt, hey, komm, ein bisschen Initiative zeigen, ein bisschen auch mal ein bisschen auffallen. Aber im Endeffekt, als Paar machen sie es wirklich super. Ja, und ich glaube auch so, und da bin ich immer ganz froh, jetzt in dem Fall ist es ja nicht das Publikum, das entscheidet, sondern es sind ja wirklich die Insassen, die entscheiden, wer dann am Schluss mit der Kohle nach Hause geht. Promi Big Brother, auch das war ein Format, das ich natürlich auch geguckt habe. Habt ihr das auch verfolgt, Promi Big Brother? Das nicht, nee. Aber da muss man wirklich sagen, im Vergleich zum Sommerhaus, finde ich, ging es da ein bisschen gepflegter, ein bisschen gesitteter zu. Und die Zuschauer, finde ich, haben sich für die richtige Siegerin, für die richtige Gewinnerin entschieden mit Janine, die eigentlich gezeigt hat, dass man 14 Tage auch miteinander leben kann und nicht besonders auffallen muss, über niemanden lästern muss, einfach so ein bisschen sein Ding durchziehen muss, sympathisch dabei war. Also da hat es doch die Richtige getroffen. Und wer hat sie gewählt? Gott sei Dank, wir alle zusammen. Also ein bisschen, glaube ich, weitblickend sind wir doch. Ja, das auf alle Fälle. Vor allem... Sie war einfach, ich fand, mit ihrer Art, dadurch, dass die einfach in Love war, war die aus allem raus. Die hat das alles so gar nicht mitgekriegt. Und ich fand, damit war die einfach so, ja, authentisch. Und das ist eben, und auch im Promi-Big Brother-Haus, es hat ja eigentlich nur einmal richtig geknallt. Das war ja Eva mit Christian. Da muss man rum kurz. Ja, die waren sich auch nicht immer einig, aber wurden auf jeden Fall keine bösen Wörter so sehr in den Mund genommen. Auch ein paar Mal, auch ein bisschen, aber jetzt alles noch so, dass man darüber schmunzeln kann. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie es am Dienstag ausgeht, was am Dienstag noch so alles passieren wird. Ich glaube, das kann noch mal ein ganz gutes Finale sein. Und ich bin mir sicher, einige unserer Zuschauer sind froh, wenn es wieder vorbei ist und wir einfach dieses Thema nicht mehr ansprechen werden. Dann dauert es erst wieder. Ich glaube, das nächste schöne Format ist der Dschungel. Und der startet leider Gottes erst wieder im Januar. Bis dahin müssen wir ein bisschen Geduld haben. Christoph Bichlmeier, 17 Uhr, 19 Uhr hier auf Astro TV zu sehen. Also, wenn Sie auch einen Beziehungsrat haben wollen, dann können Sie ihn heute 17 Uhr, 19 Uhr von Christoph bekommen. Jetzt können Sie etwas von uns bekommen für 50 Cent. Denn so viel kostet der Anruf aus dem deutschen Festnetz, wenn Sie bei unserer Verlosung mitmachen, nämlich eine wunderbare Dolly-Pottel und Trinkhalme dazu. Ein sehr schönes Geschenk, das geht heute an Sie nach Hause, wenn Sie folgende Frage beantworten. Wir wollen heute von Ihnen wissen, was sind eigentlich die Dolly-Bottles? Sind es A, Flaschen aus Papier oder ist es eine Trinkflasche aus Glas? Die bekannten Telefonnummern bis 15 Uhr können Sie noch mitmachen. 18 Jahre sollten Sie sein. Und Sie können alles nochmal nachlesen unter www.astrotv.de.
Kreativität ist ja schön und gut, aber es ist noch viel, viel schöner, wenn man sich ganz, ganz viele Menschen ins Boot holen kann. Und das tut ihr. Auf der einen Seite kann man euch natürlich wie vielen jungen Unternehmen auf Facebook, auf Instagram, im Internet natürlich folgen, gucken, was sich tut, wie sich euer Unternehmen entwickelt. Aber jetzt seid ihr gerade dran, etwas ja ganz Neues eigentlich zu gestalten und wirklich eure Kunden mit ins Boot zu holen. Und da geht es um die Liter Glasflasche, die kommen wird. Ganz genau, so sieht's aus. Uns ist immer die Community besonders wichtig. Also wir wollen nicht für die Leute nur was entwickeln, sondern sogar mit den Leuten. Es ist uns ganz wichtig, dass wir Feedback bekommen. Wir wollen sehr nah am Kunden sein und immer hören, was der Kunde möchte. Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam können wir Plastik reduzieren. Da brauchen wir eine große Community für. Und deswegen möchten wir auch Flaschen produzieren oder entwickeln, die genauso sind, wie der Kunde die haben möchte. Und wie sieht's aus? Also wie kann ich mich beteiligen? Wie kann ich mitgestalten? Ja, im besten Falle geht man auf unsere Homepage www.doli-bottles.com und da kann man sich einfach für unsere Community anmelden über einen ganz einfachen Link und bekommt dann in den nächsten 4 bis 6 Wochen, gehen wir aktiv in den Dialog, stellen Fragen, was den Kunden besonders wichtig ist, wie den Designs gefallen, welche Farben sie haben möchten, wie der Verschluss aussehen soll. Also wirklich von Anfang bis Ende, was wir durchgemacht haben mit der Trinkflaschenentwicklung, lassen wir jetzt unsere Kunden wirklich teilhaben und wollen einfach wissen, wie sieht die ideale Trinkflasche für unseren Kunden aus. Genau, vielleicht können wir ins Internet nochmal gucken. Jetzt würden wir nämlich darüber reden. Vorhin haben wir sie gesehen, jetzt wollen wir sie aber sehen, nämlich die Seite, wo man schon so ein bisschen was erfahren kann. Genau, man geht oben einfach dann auf 1-Liter-Bottle, ganz einfach da oben im Reiter, genau, sieht man hier. Und da kommt man dann sofort auf das Anmeldeformular, da trägt man sich einfach ein und wird Mitglied in der Community, bekommt eine nette Nachricht. Unten sieht man nochmal, was uns wichtig ist, wo alles herkommt, wo wir langfristig hinwollen. Und ganz unten ist auch nochmal ein nettes Video von uns, wo alles erklärt wird. Also ganz einfach www.doli-bottles.com, 1-Liter-Bottle und sich einfach anmelden per E-Mail. Eine super schöne Idee. Wahrscheinlich wird sich an der Flasche ja nicht so viel verändern können, weil die ist ja schon gut durchdacht. Aber worum es eben euch auch geht, ist wirklich das Design. Das heißt, dass Menschen auch Reaktionen zeigen, dass ihr auch mitbekommt, dass es eben genügend Leute gibt, die daran teilnehmen wollen, weil sie euch auch als junges Unternehmen unterstützen. Ganz genau, ja. Also es ist uns wirklich wichtig, mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Genau, und also wir können vom Design sind wir da auch relativ flexibel. Also wir wollen halt gerne eine neue Flasche entwickeln, die wirklich so ist, wie der Kunde sich das wünscht. Ja. Und von Beginn an war es eigentlich so, dass der Kunde gesagt hat, ja, auch zum Thema Sommer, 1/2 Liter ist gut, um mal in der Tasche und perfekte Größe, aber ich möchte die dann doch mehr auffüllen oder brauche fürs Büro in der Uni doch eine 1 Liter, weil die Möglichkeiten des Auffüllens vielleicht nicht so gegeben sind. Und das erfüllen wir jetzt eigentlich, den größten Wunsch unserer Kunden, erstmals die 1 Liter. 1 Liter, finde ich, ist auch eine tolle Größe, weil da weiß man auch, man hat schon mal zumindest einen gewissen Tagesbedarf zu sich genommen. Mit einem 1/2 Liter ist man wirklich ein bisschen begrenzter. Da braucht man halt immer irgendwo sofort eine Auffüllstation und das ist ja nicht Sinn und Zweck, zu einem Kiosk zu gehen und sich eine Apfelsaftschorle aus Plastik zu holen, um die dann in die Glasflasche reinzufüllen, sondern es geht wirklich darum, auch ein bisschen den Müll zu reduzieren. Trinkhalme, Flasche, auch beides spülmaschinenfest, auch das ist euch wichtig, denn es geht natürlich auch um die Hygiene. Ne? Natürlich, absolut, ja. Auch mit der Silikonhülle, also man kann die Flasche einfach aufmachen, die Spülmaschine stellen, man muss dann nichts abfriemeln. Es ist uns auch immer ganz wichtig, dass es einfach praktikabel ist, also dass man dann nicht lange überlegen muss, kann der Deckel jetzt mit rein oder nicht, sondern es kann alles komplett in die Spülmaschine und dann hat man eine saubere Flasche. Heutzutage, man kann, wie gesagt, ja nicht immer alles ganz korrekt machen, denn auch wenn ihr natürlich im Online-Handel zu finden seid, verschickt, müssen die Dinge natürlich auch werden. Sie müssen natürlich dann trotz alledem nochmal in eine Verpackung gehen, aber auch da seid ihr natürlich Menschen, die darüber nachdenken, auch hier möglichst auf Plastik zu verzichten und das Ganze eben auch recycelbar herzustellen. Ne? Ja, wir haben da zum Beispiel die Verpackung, das Papier auch wiederverwertbar, recycelbar in der Herstellung. Und auch wenn es zum Beispiel um den Versand geht, nutzen wir DHL Go Green. Das heißt, ein gewisser Prozentsatz von unseren Versandkosten zahlen wir immer an eine Umweltinitiative von DHL. Also wir achten schon darauf, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten das Beste rausholen für uns und die Umwelt. Genau, einige Sachen sind halt nicht anders möglich. Aber zumindest ist es ein Anfang wieder eines jungen Unternehmens, das wir heute vorstellen durften, die einfach sagen, macht die Augen auf, denkt über die Dinge nach. Und ich sag's immer wieder an dieser Stelle, der ein oder andere
anderen Zuschauer hat es von mir auch schon des Öfteren gehört. Es ist ja eigentlich meine Generation gewesen, die die Erde so verseucht hat. Ihr müsst jetzt ein bisschen wieder aufräumen, weil unsere Großeltern oder auch die Generation meiner Eltern, da muss man wirklich sagen, meine Mutter ist früher mit dem Korb schon zum Einkaufen gegangen. Mhm. Wir waren die Generation, die plötzlich keinen Korb mehr dabei haben wollten, sondern schnell, fastfood-mäßig, gibt uns mal die Plastiktüte, damit wir die Sachen schnell nach Hause bringen können. Ja, manchmal kann man einfach in die Vergangenheit gucken und da gucken, was war irgendwie bei unseren Eltern oder Großeltern en vogue, und die haben alles richtig gemacht. Da können wir uns wirklich nochmal dran orientieren. Gott sei Dank tut ihr das. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Schön, dass ihr uns heute die Dolly Bottles vorgestellt habt. Jetzt wollen wir nochmal auf den Spruch des Tages gucken. Und Christoph, komm mal rüber. Du musst auch mal so eine Dolly Bottle in die Hand nehmen. Man glaubt nicht, wie leicht die sind. Ach, guck mal, die Greta Thunberg, gerade in Amerika unterwegs, will die Welt natürlich auch retten. Wir können die Welt nicht retten, indem wir uns an die Spielregeln halten. Die Regeln müssen sich ändern. Alles muss sich ändern, und zwar heute. Genau, und wir können anfangen. Was wir heute können besorgen, das verschieben wir nicht auf morgen oder so. Genau. In diesem Sinne, haben Sie einen fröhlichen Donnerstag? Krass leicht, ne? Ja, ganz. Bis morgen, vielen Dank. Danke. Dankeschön. Tschüss und Servus. Ja, toll.